Guten Tag und hallo, liebe Campingfreunde. So, ich habe hier einen wunderschönen Rapido M96 stehen. Von Kunden. Ein wunderschönes Fahrzeug auf Mercedes. Wirklich top. Steht er gerade in der Werkstatt. Habe ich ja Außendusche eingebaut. Die Kunden wollten das nicht außen haben. Die wollten hier direkt in der Garage. So. Es war hier richtig Aufwand, das zu machen, aber ja, habe ich geschafft. Freue ich mich auch. So, das Fahrzeug kriege ich ja, also ist schon verbaut. 240 Watt Solaranlage, Backkontaktzellen mit MPPT-Regler von Victron Energy. Der kriege ich ja, habe ich Kühlschrankventilatoren eingebaut. Da kann man vielleicht ein bisschen sehen. So, da sind die Ventilatoren. Da kriege ich ja Wechselrichter, 1500 Watt. Der bekommt ja die Lithiumbatterien von Liontron, 200 Amperestunden. Netzumschaltung, noch eine zusätzliche Steckdose direkt an dem Tisch. So, gleich gehe ich auf das Dach, da zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Das sind die zwei Paneele, Backkontaktzelle, insgesamt 240 Watt. Da kommt noch Kabel da, Kabelschacht. Hier ist ja vernünftige Kabeldachdurchführung, ist alles schon verklebt. Hier ist ja lecker warm, bis morgen früh ist das alles picobello trocken. Kann man ja weiterarbeiten. So, liebe Campingfreunde, ich habe das Fahrzeug auch innen drin, alles fertig. Da ist die Liontron Lithium-Batterie, 200 Amperestunden. So, da habe ich wieder einen Halter gebastelt. Kann man sehen, das ist hier verschraubt. Da in dem Boden. So, die Batterie ist bombig fest. Kann nichts verrutschen. So, da ist die Umschaltstation von Wechsellichter und Landstrom. Der Wechsellichter ist dahinter. So, einmal Verteiler, Minusverteiler, einmal die Sicherung von den Solarregler, einmal Plusverteiler. Ich mag ja nicht mit dem Kabel hier direkt an die Batterie so ein Teil, ne, das ist viel sauberer. So, da ist die dicke Sicherung. Von der Wechsellichter wird noch alles beschrieben. So, dahinter habe ich ja diese Fernschalter von der Wechsellichter eingebaut. Darunter eine Steckdose direkt an dem Tisch. Die Kunden haben hier bloß eine Steckdose in der Küche, einmal im Waschraum, einmal in der Garage. So. Da ist dieser Schalter. Ich habe ja Kühlschrankventilatoren eingebaut. Da ist ein Schalter, habe ich hier eingebaut. Zack. So, fertig. So, liebe Campingfreunde, ich hoffe, ich habe euch wieder was gezeigt. Wenn jemand eine Frage an mich hat, kann er mich gerne anrufen oder anschreiben. Wenn ich kann, helfe ich auch sehr gerne. Bis bald.